Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen hier am Messestand der Firma Extra Group und der Firma Pincalc. Ich darf euch jetzt ein bisschen was über das digitale Aufmaß erzählen. Digitales Aufmaß wird einfach immer wichtiger und wir messen eben normalerweise noch analog, aber vielleicht schon mal mit dem Handlasermesser. Aber von da aus gehen wir eigentlich immer digital weiter vor. Das heißt, wir bringen unser Aufmaß ins CAD, von da aus in die Verschnittoptimierung, in die Stückliste. Und dieser ganze Prozess, dann natürlich nachher noch bis an die CNC-Maschine, ist digital. Aber oftmals ist das Aufmaß noch analog. Und ich zeige einfach verschiedene Systeme, denn es gibt eine ganze Reihe an guter Systeme am Markt. Die Frage ist immer, welches System ist für mich das Richtige? Und ich vergleiche hier einfach mal verschiedene Aufmaßsysteme. Also was ich hier jetzt mal darstellen möchte, ist also wirklich unterschiedliche Macharten. Was bieten mir diese Systeme? Und natürlich ganz wichtig, wie kann InterioCAD damit umgehen? Bin ich hauptsächlich unterwegs mit Treppenstufen, also nur einfache Belegungen. Das heißt, ich mache eine Treppenstufenbelegung oder ich habe Arbeitsplatten auszumessen oder Fensterbänke, dann bin ich mit der Stairbox eigentlich ganz gut bedient. Das ist letztendlich einfach nur ein gutes digitales Maßband, was aber verknüpft wird mit einer relativ einfachen, aber sehr, sehr effizienten Software. Und in der Software gebe ich im Prinzip die ganzen Untertritte an. Ich sage, mit welchem Übermaß möchte ich arbeiten, wie viel sollst du aber direkt auch abziehen, und daraus wird sofort eine CNC-Kontur generiert. Das heißt, ich kann ohne Unterbrechung und ohne Nacharbeit sofort von hier aus an die CNC-Maschine gehen. Das ist so, ich sag mal, ein One-Trick-Pony, das ganze Teil. Das ist wirklich nur dafür gut. Ja? Für alles andere eigentlich nicht. So, das heißt, ein ganz anderes System ist der Leica BLK 3D. Das ist Fotostereogrammie, nennt sich das Ganze. Das heißt, es wird ein Foto gemacht. Dabei gibt es Linsen, die kalibriert sind. Er macht immer zwei Fotos auf einmal, die mache ich mehrfach aneinander und so kann ich im Bild später messen. Also wenn ich im Fassadenbau unterwegs bin oder ich baue Fenster, einfache Bauelemente und so weiter und mache mein erstes Aufmaß, dafür ist das sagenhaft. Also ich stelle mich dann hier, das ist ein Foto von Schloss Rasfeld, stelle mich einfach nur davor, mache mal einmal ein Bild und kann da rausmessen. Das hat natürlich so seine Tücken, ich sag mal, da gibt es schon Unterschiede drin. Die müssen aber an dieser Stelle hinnehmbar sein, weil das ist das erste Aufmaß und für das erste Aufmaß reicht das Ganze. Und wenn ich nachher tatsächlich den Auftrag erhalte, dann gehe ich sowieso nochmal in jeden Raum einzeln. Wie ist das da drin, was muss ich da für eine Leibung berücksichtigen und so weiter. Also für das erste Aufmaß ganz prima. Für einen Parkettleger, wenn ich viel im Bodenbereich arbeite, ist es auch ein sehr schönes Werkzeug. Ich gehe wirklich nur mit dem Gerät einmal im Raum rum, nehme einmal die Höhe und alles andere wird im Endeffekt durch eine Ableitung sofort erstellt. Das heißt, ich weiß sofort, wie viel Volumen hat der Raum, wie ist die Wandabwicklung. Ich kann sofort Fenster und Türen einmessen, die aber an der Stelle nicht wichtig sind. Das sind einfach nur Rechengrößen, die dann später abgezogen werden in der Dokumentation. Aber die Kernkompetenz von dem Leica BLK 3D ist letztendlich die Baustellendokumentation. Die Baustellendokumentation ist so zu verstehen, dass ich wirklich in dem Baufortschritt Fotos mache. Das ist natürlich, ich sag mal, um einfach zu gucken, gibt es da irgendwelche Mängel? Wie war die Situation, bevor der Estrich reinkam? Oder ich möchte später mal, wie hier zum Beispiel, da hatten wir einen Auftrag an dieser Wand, die mit einer Flächenheizung versehen ist, da sollte später ein Sideboard hängen. Das heißt, ich mache vorher ein Foto davon und kann letztendlich nachher auf den Millimeter oder relativ genau, kann ich nachher sagen, wo ich dann bohren kann. Also für diese Information ist das Gerät wirklich klasse, weil das kann ich natürlich abspeichern und auch noch nach Jahren sagen, ja, okay, da war das unterm Putz vorhanden, hier war einfach ein Rohr. Also dafür ist das wirklich ganz prima. Eine ganz andere Technik ist die sogenannte Punktwolke. Und ich denke, da haben schon viele was von gehört, dass man wirklich ein Messgerät in den Raum reinstellt und dort das Gerät einmal rotieren lässt. Und das möchte ich einmal zeigen. Und zwar dafür habe ich hier mal zwei Geräte mit an Bord. Das ist das BLK 360. Das ist
einfach eine Einknopfbedienung letztendlich. Und der Faro-Scanner, das ist so ein bisschen der Mercedes unter den Messgeräten. Preislich auch ganz unterschiedlich, die ganze Geschichte. Und wenn ich im Ladenbau oder im Innenausbau unterwegs bin, dann komme ich mit diesen Geräten also sehr, sehr gut zurecht. Das möchte ich mal hier zeigen in einem Beispiel, wie jetzt InteriorCAD damit umgeht, weil die Punktwolken kann nicht jedes Programm verarbeiten. Also wenn Sie mal Ihren CAD-Hersteller hier auf der Messe fragen, können Sie Punktwolken, haben Sie dafür extra Werkzeuge, dann kommen teilweise Antworten, würden wir gerne, aber InteriorCAD kann das. Das heißt, wir importieren das, wir haben einen extra Import für Punktwolken. Und diese Punktwolken gibt es also in den unterschiedlichsten Formaten, die hier alle unterstützt werden. Also das sind alle gängigen Formaten, die also so ein Punktwolkengerät produziert. Und wir sehen hier, das sind so 760 MB. Das ist für eine Punktwolke relativ klein. Und wenn ich da teilweise mit 2, 3, 4 Gigabyte große Dateien habe, damit muss so ein Programm erstmal umgehen können. Ja? Also das ist wirklich eine Masse an Punkten. Und wir sehen, nur bei diesen 750 MB sind es schon 50 Millionen Punkte. Und das Schöne ist, wir haben ja direkt einen Einstellschieber, der uns sofort diese Punkte reduzieren kann. Das heißt, ich kann sie dann besser handeln, das Ganze. Und manche Details brauche ich ja auch einfach nicht. Und dann kann ich das so importieren. Und bei uns ist das dann ein Punktwolkenobjekt. Das ganze Punktwolkenobjekt wird durch eine Bounding Box dargestellt. Und da sehe ich auch, wenn ich ins Volumenmodell reinschaue, also in diesem Echtzeit-Rendering sozusagen, dass ich nachher eine wahnsinnige Detaillierung habe. Das gucken wir uns gleich noch feiner an. Aber wir sehen, dass diese Bounding Box ein ganzes Stück größer ist. Und an dieser Stelle da oben ist zum Beispiel so ein kleiner Ausreißer, wie die benannt werden. Und die müssen im Endeffekt oder sollten bereinigt werden. Denn ich Punkte, die einfach nicht fürs Aufmaß da sind, die brauche ich natürlich nicht zu berücksichtigen. Und dafür gibt es auch wieder einen extra Programmpunkt, und zwar Ausreißer bereinigen. Auch hier kann ich wieder ganz intuitiv mit dem Schieberegler losgehen und mir diese Ausreißer automatisch bereinigen lassen. Tatsächlich wird das ein kleines bisschen, würde das jetzt eine Weile dauern, um das durchrechnen zu lassen. Aber eine andere Funktion ist, die ich da an dieser Stelle empfehle, ist einfach die Punktwolke zu begrenzen. Auch dafür gibt es wieder eine eigenständige Funktion, die finde ich in der Info-Objekt, wenn man Vectorworks kennt. Da finde ich also das entsprechende Werkzeug mit verschiedenen Modis. Und ich ziehe letztendlich nur um den Bereich ein Fenster auf, den ich dann auch wirklich sehen möchte. Und alles andere, was drumherum ist, das wird im Prinzip zunächst mal ausgeblendet. Und das sehen wir hier wieder in der Info-Objekt. Das heißt, hier habe ich jetzt diese Checkbox plötzlich, die dann mit einem Haken versehen ist. Würde ich diesen Haken rausnehmen, ist die ganze Begrenzung auch wieder weg. Das heißt, der ursprüngliche Zustand ist wiederhergestellt. Gehe ich aber auf den Menüpunkt außerhalb der Begrenzung löschen, dann werden, hier oben sehen wir, was da um die Punktezahl da reduziert wird, circa 30 Millionen Punkte waren das dann, oder ja, doch etwa 30 Millionen. Und dann habe ich das Ganze aber schon im Griff. Und wenn ich das Ganze lösche, dann ist das aber nicht wieder herstellbar. Da müsste ich die Datei nochmal neu einladen. Aber das kann man ja auch jederzeit machen. Wir haben ein weiteres sehr sinnvolles Werkzeug dafür. Das ist die sogenannte Schnittbox. Und die Schnittbox ist so angelegt, dass ich die Seiten anklicken kann und letztendlich das Ganze einschneiden kann. Und so letztendlich auch die Decke zum Beispiel ausblenden kann. Und ich kann auch den Boden ausblenden. Ich kann jetzt auch mal detaillierter da reinschauen und das so begrenzen, wie ich das letztendlich brauche. Hier jetzt die Decke einfach runtergezogen. Wer mit InteriorCAD unterwegs ist, der weiß, mit der gedrückten Z-Taste kann ich da den Zeigerfang unterbrechen und so kann ich da sehr intuitiv rangehen. Hier sieht man mal so diese Detaillierung. Das sind natürlich alles Sachen, die jetzt eine Punktwolke einfach mitnimmt. Und das ist der ganz, ganz große Vorteil. Ich klicke letztendlich auf den Knopf zum Auslösen dieser Rotation und automatisch wird alles mitgenommen, was letztendlich im Bereich des Lasers zu sehen ist. Und wenn wir jetzt eine einfache Aufmaß haben wollten von dieser
von dieser Gesamtgestaltung bzw. Von diesem Laden, dann richtet man zunächst einmal diese Punktwolke aus. Die liegt jetzt noch nicht so ganz optimal im Raum, was jetzt nicht unbedingt nötig wäre, macht sich aber nachher ganz gut im Layout. Und wenn wir das jetzt mal hier nach der Kante einfach ausrichten, einfach mit dem Rotieren-Werkzeug packe ich das letztendlich und dann kann ich da ein bisschen besser drauf schauen. Und wir können jetzt einen Ansichtsbereich daraus anlegen, das nennt sich dann nachher Schnitt. Und das kann ich auch wieder mit einer extra Funktion aus der Schnittbox heraus machen. Das heißt, die Schnittbox wird jetzt oben aktiviert. Wir sehen das so an dieser roten Fläche. Und dann geht man einfach mit der rechten Maustaste auf das Objekt. Also wir sind da im Objekt-Kontextmenü und da kann ich Schnitt auslinien und Flächen anlegen. Und automatisiert schlägt er mir also hier diesen Schnitt vor. Wo soll der hin? In welchem Rendering soll da gezeigt werden? Und dann wird das Ganze ins Layout direkt reingesetzt. Und hier haben wir auch wieder eine Sonderfunktion. Das heißt, wir können hier die Ebenenhöhe oder die Schnittebene und die Höhen bestimmen. Das heißt, wir haben ja diesen ganzen Innenraum, der uns im Moment nicht interessiert. Was möchte ich haben? Ich möchte eigentlich wirklich nur die Kontur haben von dieser Halle. Also das ist, das ist ein Laden hier, der ca. 30 Meter lang ist. Und ich schneide jetzt also praktisch nur diese 47 cm letztendlich oben. Und das kann ich durch Aktualisieren, kann ich mir das jetzt anzeigen lassen. Und dadurch verschwindet natürlich der ganze Innenraum. Und wir sehen jetzt hier so das Rauschen, so wie man es nennt. Das sind also ganz, ganz viele Punkte, die nebeneinander genommen werden. Und solche Einzelpunkte, die kann man schon einzeln nehmen, aber wir werden jetzt gleich sehen, dass wir uns da entscheiden müssen, welche Punkte nehmen wir denn eigentlich. Und das ist so ein kleines bisschen der Nachteil an einer Punktwolke. Das heißt, wir müssen letztendlich diese Punktwolke oder dieses Rauschen, das müssen wir interpretieren. Das heißt, wir müssen uns da für irgendeine Kontur entscheiden. Ich zeige das mal hier. Man muss in die Ergänzungen gehen. Wir wollen jetzt mal diese Wand hier bemaßen. Er fängt natürlich dort Punkte, selbstverständlich, ja, aber ich muss mich für irgendeine Kante entscheiden. Wir werden dann gleich sehen, dass dieser Bereich der Streuung ja auch ganz unterschiedlich sein kann. Das heißt, es hat ein bisschen was damit zu tun, was ich aber auch für ein Gerät habe. Aber bin ich als Ladenbauer unterwegs, dann interessiert mich das nicht, dass das vielleicht 15 mm nicht stimmt. Ja, bei einer Länge von 30 Metern, wo ich meine Regalierung aufstelle, das ist völlig in Ordnung, kommt ein bisschen andere Passblende einfach hin. Und wenn wir da mal ein bisschen näher ranzoomen dann und mal dieses Rauschen messen hier, dann ist das jetzt hier vorne in diesem Bereich so, ja, so um die 20 mm, 20, 25 mm. Und da sollte man vielleicht einmal ein Referenzmaß nehmen, dass ich einmal genau weiß, an dieser Stelle ist das so und so groß, dann weiß ich auch, an welche Kante dieses Rauschen ich gehen sollte. Also hier sind zum Beispiel nur 17 mm. Aber das ist die ganze Range davon. Ne? Also da werden natürlich viele Punkte übereinander genommen, auch in diesem 47 cm Bereich. Und so kann ich also wirklich ganz, ganz schnell auch im laufenden Geschäft sozusagen, wird das Ding einfach nur aufgestellt und wird, ich sag mal, fünfmal angeschmissen. Und dann habe ich so eine ganze Halle gemessen. Das geht innerhalb von wenigen Minuten. Und dann kann ich letztendlich so ein Gebilde praktisch mit nach Hause nehmen. Eine andere Möglichkeit ist direkt auf der Konstruktionsebene, jetzt wieder mit der Schnittbox, ich sag mal direkt im 3D Wände nachzuzeichnen. Das heißt, hier geht es nicht nur um Aufmaß, sondern jetzt möchte ich das Ganze aber auch noch abbilden. Und jetzt ziehe ich wieder mit der Schnittbox ganz leicht und einfach diese Decke sozusagen weg. Dann drehe ich das Ganze mal nach unten und hole jetzt einfach von der Unterkante, schiebe ich das jetzt so weit raus, dass ich im oberen Bereich, nämlich da, wo keine Regalierung vorhanden ist oder keine Lampen mehr und so weiter, dass ich da halt meine Wände nachher entsprechend zeichnen kann. Und hier sieht man das, dass ich dann nur noch so einen kleinen Wandbereich sozusagen habe und dann würde man auf einer neuen Konstruktionsebene, also man lässt die Punktwolke auf einer eigenen Konstruktionsebene und man nimmt eine neue Konstruktionsebene, nimmt man dann für das Wandzeichnen.
stelle ich jetzt hier wieder das Volumenmodell ein. Jetzt sieht man diese ganz feinen Punkte. Wie gesagt, das ist das sogenannte Rauschen. Ich schalte jetzt mal auf die andere Konstruktionsebene und hier würde ich jetzt meine Wände anfangen zu zeichnen. Ich wähle hier also eine Wand aus und auch hier muss ich mich letztendlich entscheiden, wo setze ich jetzt meinen Punkt hin. Das wird sich unterscheiden von meinem nächsten Messgerät. Auch hier empfiehlt sich letztendlich dann den Zeigerfang einmal temporär auszuschalten. Und wir ziehen jetzt nochmal ein, zwei Wände hier durch. Hier sieht man, da ist so ein Knick in der Wand. Die Frage ist immer, wie detailliert brauche ich das denn eigentlich? Ne? Immer, ich muss eine Messaufgabe haben und das würde ich einfach übermessen, je nachdem. Und dann habe ich dahinter halt zwischen meinen Regalen ein kleines bisschen mehr Luft. Spielt an dieser Stelle einfach gar keine Rolle. Auch hier gehe ich letztendlich lang und das ist so ein bisschen Malen nach Zahlen, aber wie gesagt, mit diesem Wermutstropfen, dass ich das letztendlich interpretieren muss. Und das gibt es natürlich jetzt direkt, wie gesagt, mit diesem intelligenten Wandwerkzeug. Wir sehen das dann hier auch, wenn ich dem Ganzen eine Höhe gebe, hier von 3 Metern zum Beispiel, dann entsteht das natürlich sofort. Durch die Schnittbox wird das aber noch begrenzt. Und wenn ich jetzt diese Schnittbox aber ausschalte, dann sehe ich wieder das ganze Objekt. Und so habe ich letztendlich mal eben dann eine Wand eingezeichnet. Das geht relativ schnell und relativ einfach. Eine weitere Möglichkeit, und das ist auch wieder so eine, ja, wieder so eine Kernkompetenz von dem Messgerät, ist, dass ich zum Beispiel im Bestand so eine Messung machen kann. Und das Schöne ist, ich kann meinen, ja, sagen wir hier in dem Fall zum Beispiel einen Anbau, kann ich direkt da reinstellen. Das heißt, ich habe direkt meine Maße, ich kann den neuen Korpus da reinstellen. Ich habe wie eine Fotomontage, aber mit echten Maßen. Und das ist wirklich wieder eine ganz besondere Funktion hier, um, ich sag mal, diese volle Range der Möglichkeiten hier auszunutzen. Oder wie hier in einem Baum, das ist von dem Hendrik Derksen mir zur Verfügung gestellt worden. Er hat ein Aufmaßbüro sozusagen, 3DM. Und da kann ich letztendlich in den Baum direkt mein Baumhaus reinsetzen. Normalerweise würde man dem Gesellen 20 Bretter unter den Arm geben und der läuft da hin und mit der Leiter klettert da hoch und fängt an abzubauen oder aufzubauen, zu messen, zu schneiden. Und das kann ich aber alles im Betrieb letztendlich machen. Eine andere Möglichkeit, und das ist das Gerät, was Sie hier im Hintergrund sehen, das nutze ich seit 2015, das ist Messzeichnen. Und das ist mit einem FlexiJet 3D und da ist es so, dass ich mit einer echten Messaufgabe in den Raum gehe. Das heißt, was ich messe, das nehme ich auch tatsächlich, beziehungsweise das sehe ich, das wird nämlich gleich gezeichnet und das sind aber auch nachher echte Punkte und Rundungen im Raum. Das heißt, hier zum Beispiel einfach als rote Kante habe ich eine motorische Messung ausführen lassen. Das heißt, ich sage, mach mir mal eine Messreihe und er fängt an, einzelne Punkte in einem vorgegebenen Abstand in einer bestimmten Höhe zu nehmen. Und das mit einer Genauigkeit im 10-Meter-Bereich von unter 1 Millimeter. Das heißt, ich habe direkt Konturen, die ich letztendlich sofort an die CNC-Maschine bringen kann. Hier jetzt mal so eine Gestaltung, einmal das Rendering und Visualisierung mit Interior Cut und dann das Originalbild. Hier kommt nochmal die ganze Kompetenz zum Vorschein. Jetzt ein rundes Sideboard in einem runden Treppenaufgang. Das heißt, ich muss keine Schablonen mehr bauen. Ich nehme da auch wieder nur diese einzelnen Kanten, einmal diesen Schwung von der Treppe, dann nehme ich den Bogen von dieser Wand. Und letztendlich reicht mir das, um meine entsprechenden Konturen für meine CNC-Maschine zu generieren. Hier in der Ausarbeitung von der Firma Fest, das heißt, ich habe für die aufgemessen und das haben die natürlich mit Korpusgenerator hier mit Interior Cut gemacht und konnten damit sofort an die Maschine gehen. Und auch hier habe ich die ganze Front, die ich auch so direkt entweder mit meiner Vakuumpresse machen kann oder ich gebe das weiter an einen Dienstleister wie zum Beispiel die Holz in Form Firma, die mir sowas ja in Stück 1 sozusagen fertigt. Das sind jetzt mal die Originalbilder, wirklich, das ist dann wie reingegossen, da brauche ich wirklich nichts mehr nacharbeiten, das ist wirklich super. Eine andere Möglichkeit, und das zeige ich jetzt mal, wie geht Vectorworks damit um, habe ich hier jetzt das Aufmaß, das heißt, hier geht es jetzt einfach nur mal eben
darum, wie gehe ich mit meinen Werkzeugen um in InteriorCAD. Ich importiere also diese DXF oder DWG-Datei, je nachdem, was ich da exportiere. Und die sind relativ klein. Das heißt, während des Aufmaßes könnte ich das schon ins Büro schicken. Die können damit schon weiterarbeiten. Ich habe also den ganz normalen DWG-Import hier mit den entsprechenden Einstellungen. Das kann aber im Standard alles so stehen bleiben. Da muss ich also nichts Besonderes für einstellen. Es wird automatisch eine neue Konstruktionsebene angelegt, nämlich so wie der Dateiname heißt. Und hier haben wir das Aufmaß. Und das Schöne ist, dass die sogenannten Ebenen, die automatisiert im Flexijet angelegt werden, hier direkt als Klassen importiert werden. So habe ich direkt eine ganz feine Strukturierung. Und ich schalte jetzt mal hier zum Beispiel den Grundriss ein und habe den hier als Grundlage. Ich gehe in meine Zeichenebene, wo ich jetzt mal eben diesen Raum nachzeichnen möchte. Und den mache ich natürlich jetzt mal sichtbar unten drunter. Das heißt, durch meine Ebenenfiltermöglichkeit habe ich hier jetzt beides sozusagen im Blick. Das heißt, ich nehme jetzt hier mal ein Wandwerkzeug, also hier eine 250 mm dicke Wand. Und das kann ich sofort im 3D letztendlich einmal rumzeichnen. Die intelligenten Wände in InteriorCAD, die sind ja so gebaut, dass die sofort nachher auf Elemente reagieren und so weiter. Die geben mir ja meine Umfassung sozusagen im Moment. Und jetzt schalte ich mal eben die Giebelwand ein. Wir wollen ja jetzt die Wände dementsprechend hier verändern. Und das kann ich mit dem Werkzeug Wandbearbeiten machen. Das heißt, ich ziehe die jetzt nur ganz intuitiv auf diese Höhe. Ich habe im 3D einen exakten Fangpunkt, weiß genau, wie hoch die Decke wird. Und es ist so, dass er automatisch zunächst einmal die Wände auf Gehrung verbindet. Und das kann ich hier nicht brauchen. Ich muss letztendlich stumpfe Wände haben. Und das macht man wieder mit einem entsprechenden Werkzeug. Das nennt sich Wände zusammenfügen. Da sage ich einfach, bitte füge mir die nicht auf Gehrung zusammen, sondern mach mir die ohne Abschluss. Und jetzt klickt man einfach nur die Giebelwand an und geht von der Giebelwand zur Drempelwand. Und so wird sofort eine stumpfe Verbindung hier erstellt. Da sehen wir hier, da geht man einmal rum und dann habe ich das entsprechend stumpf verbunden. Dadurch kann ich jetzt hier oben diese Giebelwand verändern. Das heißt, ich hole mir mal eben diese Dachfläche, denn da habe ich letztendlich diese Scheitelpunkte. Und das ist auch das, was ich einfügen muss. Ich muss jetzt einen neuen Wandscheitelpunkt einfügen. Auch das kann ich wieder mit einem entsprechenden Werkzeug machen. Das ist einfach, ich gehe hier oben aufs Plus letztendlich. Ich klicke einen der Punkte an und ziehe den neu dahin. Dann habe ich einen neuen Scheitelpunkt. Dann mache ich das noch von der anderen Seite her. Auch das fängt ja im 3D ganz perfekt. Und jetzt kann ich einfach mit dem Umformen-Werkzeug hier in der ersten Methode, kann ich das Ganze einfach nach unten auf den Fangpunkt setzen. Also das Schöne ist, ich muss hier nichts interpretieren, sondern ich habe hier exakte Punkte, die ich letztendlich anfahren kann. Da bleibt kein Interpretationsspielraum an dieser Stelle. Und das geht auch genauso mit den Drempelwänden. Jetzt mache ich das nur mit der anderen Giebelwand. Die würde ich im Normalfall nicht bearbeiten. Die würde ich einfach nachher rausschmeißen, damit ich das vom Rendering nachher sehr schön habe. Von daher, ich mache das einfach mal noch hier so durch. Ziehe das einfach nochmal darunter und dann komplettiert sich hier der ganze Raum. Hier muss ich nochmal neu ansetzen und dann kann ich hier auch schon mit den Dachflächen weitermachen. Das heißt, ich muss nicht unbedingt neue Wände zeichnen. Die Wände hätte es ja auch schon gegeben. Ja, alles, was der Flexijet misst, ist letztendlich ein echter Punkt im Raum oder echte Flächen. Das heißt, diese Dachflächen, das sind schon Polygone. Die muss ich jetzt nur mit einer Füllung versehen. Es ist immer die Frage, reicht mir das als Fläche? Dann ist es ja okay. Hier an dieser Stelle brauche ich dem Polygon nur eine Füllung zu geben und schon sind die geschlossen. Möchte ich aber ein richtiges Rendering haben, dann muss ich dort eine Textur aufbringen. Und um eine Textur aufzubringen, muss es letztendlich ein Volumenkörper sein. Und das können wir hier mit unterschiedlich ausgerichteten Polygonen mit dem Verjüngungswerkzeug machen. Da gebe ich einfach den Verjüngungswinkel von 0 ein und schon habe ich dort eine Hülle. Und dieser Hülle kann ich eine Textur zuweisen.
Da kommt jetzt einfach ein Verputz drauf. Dann habe ich das nachher so, ja, so ein relativ realitätsnah. Was wir jetzt noch brauchen, ist dieser Durchbruch. Und wer mit InteriorCAD arbeitet, der weiß, dass ich mit dem Fenster- und Türenwerkzeug sehr, sehr gute Werkzeuge am Start habe. Da würde man sich sicherlich sofort mal so einen Durchbruch anlegen. Den kann ich ja relativ einfach mir vorbereiten, kann den als Symbol abspeichern. Das habe ich hier gemacht. Ich packe den einfach nur, gebe die Maße ein, die ich aus dem Flexijet heraus habe, und das verschiebe ich nur an die richtige Stelle. Das heißt, auch das hier ist sehr, sehr einfach und punktgenau letztendlich zu machen. Ich ziehe das einfach nur dahin. Was uns jetzt noch fehlt, ist letztendlich der Boden. Also für ein schönes Rendering ist das eigentlich immer sinnvoll, einen Boden drin zu haben, weil das einfach nachher eine schönere Optik gibt. Ob das immer nötig ist, weiß ich jetzt nicht. Aber hier füge ich zunächst einmal noch diesen Dachbalken an, und da wird einfach diese Kontur eingeschaltet, die ich dann einmal exakt abgenommen habe. Und dort wird sofort ein 3D-Polygon eingefügt. Und das ist auch wieder ein Verjüngungskörper in dem Moment, wo ich das Ganze ziehe. Ich packe das in eine Gruppe, drehe das einfach nur ein kleines bisschen, dass ich auf diese Stirnfläche gucken kann, und kann das mit dem Drücken-Ziehen-Werkzeug sofort zur Giebelwand verlängern. So habe ich das optische Teil da drin, kann das nachher bei meiner Giebelwandgestaltung berücksichtigen, sodass da auch der Ausschnitt entsprechend berücksichtigt wird, und so exakt kann ich das letztendlich dort dann nachher einpassen. Was uns fehlt jetzt, ist noch der Boden, das sagte ich gerade schon. Das heißt, hier würde man jetzt alles ausschalten, was man einfach nicht mehr braucht, und geht jetzt hin und mit dem Werkzeug Ähnliches aktivieren, also ich sage mal der Zauberstab dazu, kann ich sofort alle Wände aktivieren, und da gibt es wieder eine extra Funktion für, nämlich Polygon aus Wänden, und so kann ich mir sofort einen Boden anlegen. Da kommt dann noch die Frage, soll der außen oder innen von den Wänden angelegt werden. Ich gebe dem eine Höhe, natürlich eine negative Höhe, dass ich mit meinem Nullpunkt auch an der richtigen Stelle bleibe, kann da sofort wieder eine Textur zulegen, und so kann ich in wenigen Minuten, kann ich also mit diesem Aufmaß mir hier so ein Wandmodell sozusagen erstellen oder ein Raummodell. Da rein kann ich dann meine Gesamtgestaltung setzen mit dem Korpusgenerator, den Bauteilen 3D und so weiter. So sieht das im Rendering hier in Vectorworks, in dem schnellen Rendering letztendlich aus. Und wer mit Vectorworks unterwegs ist, der hat hoffentlich schon mal von Enscape gehört, denn Enscape ist der Echtzeitrenderer, den ich als Add-on haben kann, hier für Vectorworks. Er ist also komplett nachher integriert, ist aber ein Zusatzprogramm, was man extra kaufen muss. Aber wirklich auf Knopfdruck kann ich hier 4K-Bilder erzeugen. Ich kann sofort Videos erstellen, auch nur innerhalb von ein paar Minuten. Und dann kann ich da auch mal den Vergleich ziehen hier zu den Originalbildern. Und das kommt der ganzen Sache doch schon recht nah. Eine weitere Möglichkeit ist der integrierte Treppengenerator in Flexijet. Das heißt, ich belege halt einzelne Treppen, jetzt mit einer Ortbetontrecke oder im Renovierungsfall, und ich nehme wirklich nur die Vorderkanten. Ich nehme einmal das Treppenauge, einmal außen die Kontur, dann ein paar Höhenpunkte, und auf Knopfdruck macht der Treppengenerator, macht mir ein komplettes Modell daraus. Er verschneidet also die einzelnen Flächen, macht daraus sofort ein 2D-Abbild, sodass ich dort jetzt natürlich mit diesen Sachen weiterarbeiten muss. Er nimmt ja nur das Original, das heißt, ob da nachher die Treppe 2 cm Untertritt hat oder 3 cm, das muss ich ihm natürlich noch sagen. Ne? Aber das kann ich sofort integrieren. Vielleicht für alle InteriorCAD-Anwender, wir haben ja ein Treppenmodul in Vectorworks drin. Das heißt, das ist aber nur optisch. Es gibt einen Film von mir dazu, wie ich das aber auch an die Maschine bringen kann. Das heißt, ich nehme dieses Modul, was wirklich ein richtig kracher Modul ist, mit entsprechenden Maximal- und Minimalwerten, sodass ich an dem Treppenbau eigentlich nichts mehr falsch machen kann. Und dann wird mir meine Treppe generiert, also hier eine Treppe, die wir jetzt gerade gebaut haben, die ich dann sofort mit den Bauteilen 3D an die CNC-Maschine bringen kann. Und das auch wieder hier im Rendering mit Enscape gemacht, also wie gesagt, auf Knopfdruck 4K-Bilder. Und dann ist das wieder das Originalbild, und hier sieht man auch, ich glaube, der Kunde kriegt da schon so einen richtigen Eindruck, was da so passieren wird.
FlexiJet hat eine PDF-Dokumentation, das heißt, habe ich einmal mein Aufmaß erstellt und meine ganzen Ebenen sind angelegt, dann kann ich auf Knopfdruck das Ganze automatisch bemaßen lassen und das Ganze in einem PDF-Dokument sofort ausgeben. Dann ist es so, dass jeder Messpunkt, den ich nehme, sofort mit einem Bild hinterlegt wird. Das heißt, ich habe nachher die Möglichkeit, in dem kostenlosen FlexiJet Viewer mir anzuschauen, wo ist denn tatsächlich was gemessen worden. Das ist, wenn ich selber das Aufmaß gemacht habe, nach 3 Wochen weiß ich nicht mehr so ganz genau, ja, wo war denn eigentlich der Punkt? Oder ich will es nochmal ganz genau wissen. Oder der Kollege übernimmt mein Aufmaß, arbeitet von da weiter. Dann ist der FlexiJet Viewer wirklich ein tolles Werkzeug, der mir genau zeigt, wo ist welcher Messpunkt genommen worden. Und das kann ich kombinieren auch mit höher auflösenden Bildern. Natürlich, gerade in Zeiten von BIM, brauche ich einfach auch ganze Gebäudehüllen. Ich muss komplexe Aufmaße nehmen. Und selbst dafür ist natürlich der FlexiJet, steht da zur Verfügung. Hier mal so ein großes Bauwerk. Ich habe in meinem neuen Schulungsbuch habe ich extra dazu eine Übung drin. Das heißt, hier habe ich eine kleine Übung zum digitalen Aufmaß. Da kann man sich eine Datei runterladen und einfach mal mit InteriorCAD ausprobieren, wie einfach das Ganze geht. Da gibt es eine entsprechende Anleitung für Schritt, wie gehe ich denn damit um, wie mache ich so eine Kontur, wie rechne ich das zurück und so weiter. Da entsteht also im Prinzip so eine kleine Homeoffice-Situation im Buch und dann kann ich das dort einmal nachvollziehen. Wer sich intensiver damit beschäftigen möchte, ich biete dazu so Kennenlernkurse an. Das heißt, wir vergleichen wieder verschiedene Systeme. Wir messen einmal komplett den ganzen Tag mit FlexiJet einmal. Ist das System was für mich? Wie kann ich mit InteriorCAD damit umgehen? Wie leicht geht das doch? Oder vielleicht gibt es auch irgendwo ein paar Haken. Das kann man dann sehr schön in so einem Workshop einmal selber erfahren. Das Ganze findet in meinem Schulungsraum in Köln statt, in einer ganz kleinen Gruppe, also maximal 6 Leute. Und dort biete ich auch weitere Kurse, gerade in Richtung InteriorCAD an, Bauteile 3D und sonstige Anfängerkurse, Aufbaukurse, extra Kurse auch für Dozenten und für Lehrer. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen noch interessante Gespräche hier auf der Messe. Haben Sie Fragen zu den Systemen, kommen Sie entweder zu mir oder zu den Herren mit dem schwarzen Poloshirts. Vielen Dank und einen schönen Tag noch.